Herzlich willkommen zurück bei Transport Fever. Jetzt auch von meiner Seite aus. Gerade habt ihr ja die Mitfahrt gesehen in eben dieses neue. Hoppala, ich stehe im LKW drin. Ja, ich hatte Lust, das mal auszuprobieren. In dieses neue. Das sieht übrigens scheiße aus. Entschuldigung. Muss tatsächlich noch einen Meter weiter nach links. Ja, um jetzt meinen Satz endgültig mal zu beenden. Es handelt sich hier um den Bahnhof in Dömitz. Der einfach, ne, hier sieht man es, hier ist der Bahnhof. Den ich einfach mit den Lagerhallen praktisch so zugebaut habe, dass man hier reinfährt. An den ganzen Lagerdingern vorbei, hier sogar überdacht. Es passt von der Höhe her perfekt da rein, ne? Das ist wunderbar gemoddet. Und hier warten dann ganz viele Güter. Gut, warten nicht, weil wir hier nur abliefern. Und auf jeden Fall alles überdacht. Gehört einer einzigen Firma, und zwar der Train Fever DB Schenker. Mit Hauptsitz Dömitz und Nebenfiliale natürlich Werne. Gut, das hier muss ich noch ändern. Das hier, ehrlich gesagt, gefällt mir nämlich nicht so gut, dass da noch das Dach rausguckt. Das heißt, das ganze Gebäude muss ein Stückchen weiter nach links. Zack, da ist nämlich einfach der Bahnhof drunter. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn da? Muss ich kurz gucken, warum hatte ich das? So rum. Oder? Nee. So rum. Das Problem ist halt, dass man das so nicht so genau sehen kann. Zum einen, wie weit ich rein kann. Und so weiter und so fort. Deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn jetzt einmal, wenn es noch nicht ganz. Theoretisch müssen wir uns ja hier dann orientieren mit dem Gerade. Wenn es gerade ist, kann man halt hier dann sehen. Na, komm rum. Hallo? Ach klar, weil die Maus da unten irgendwo ist. Das sieht mir sehr nach einem rechten Winkel aus. Das passt nur leider nicht, weil wir dann auf der Straße sind. Müssen wir das Ganze vielleicht doch mal einmal rumdrehen. Drehen mit Ä, ne? Kennt ihr ja. Jetzt ist auf jeden Fall schon mal der alte Bahnhof komplett verschwunden. Das hier geht auch noch so. Da sieht man noch ein Stück von der Straße. Wie sieht es von drinnen aus? Ah, ist ein bisschen zu nah davor, ne? Aber hier geht die Treppe noch nicht runter und der Durchgang hier ist breit genug für einen Menschen. Das hier geht leider nicht anders. Wenn wir uns ein Stückchen nach hinten versetzt, haben wir allerdings hier das Problem, dass diese Rampe auf dem Bürgersteig aufliegt. Ich lasse das jetzt erstmal so. Während da oben die überhaupt nicht genutzte Fluglinie angeflogen kommt. Wobei nicht die Linie angeflogen kommt, sondern natürlich nur das Flugzeug. So. Hier kommen Waren an für Dömitz. Schön. So, in dieser Folge wollten wir uns ja. Boah, 100 Treibstoff. Entschuldigung. Uns ja darum kümmern, auch noch Lebensmittel nach Dömitz zu liefern. Und ich habe einen Kommentar bekommen, ob wir nicht in. Ich habe mir die Folge nicht nochmal angeguckt. Werne? Fragezeichen. So wie immer die dämlichen Sportkommentatoren. Kann das so und so sein? Fragezeichen. Anstatt Fragezeichen zu sagen, kannst du auch eine Frage stellen. Oh, Moment, was haben wir hier denn für ein Problem? Ah. Nice, die ist zu lang dafür. Können wir das verlängern? Nicht nur verbreitern, theoretisch.
Und ich habe die Befürchtung, dass das dann dazu, ja, genau, dazu führt. So. Ah, übrigens mittlerweile, ich habe die Mod mit den verlängerten Bahnhöfen wieder rausgenommen. Vielleicht lag es daran. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier die gebogenen Bahnhöfe. Ich finde das ja klasse. Ich meine, es gab unter den Kommentaren bei der Mod, auf Steam wohlgemerkt, wie es jetzt im Forum selber aussah, weiß ich gar nicht, einige Kommentare so, warum war das nicht von Anfang an mit dabei und bla bla bla. Ja. Ne? Leute müssen sich halt einfach immer über irgendwas aufregen. Selbst wenn man es halt dann bringt, weil es vielleicht vorher nicht ganz ausgereift war oder so, man bringt es dann als kostenlose Mod mit rein, regen sich die Leute darüber auf. Ja, gut, so ist halt anscheinend die Gesellschaft mittlerweile. Aber hier haben wir auf jeden Fall minus 1, minus 2, plus 1, plus 2 die Möglichkeit, Bahnhöfe in einer gebogenen Form zu bauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe unter einem Kommentar gelesen, dass die Bahnsteige, wie man hier auch sieht, nicht alle gleich lang sind. Ich glaube, jetzt ist das jetzt mal einfach, dass das auch wirklich so ist. Ne, die hören ja alle an der gleichen Stelle auf. Aber eigentlich müssten ja die inneren praktisch dann ein bisschen länger sein, weil die ja stärker gebogen sind als außen. Aber gut, wie auch immer das dann berechnet wird, vielleicht wird auch der innere berechnet und nicht der äußere, das weiß ich aber noch nicht. Sieht aus mit einem kleinen Straßenanschluss. Ja. Super, das hätte ich. Ha, das hätte ich mir auch schon früher gewünscht, Leute. Ist doch egal, wir haben es doch jetzt hier, das geht, aber das Geile ist, das geht auch bei Güterbahnhöfen, das ist super. Und das geht sogar, das ist der absolute Oberhammer, wie ich finde. Also, ist jetzt nicht übertriebener als andere, aber auch bei Kopfbahnhöfen. Ja, du kannst einen Kopfbahnhof machen, der aber nicht gerade rausführen muss, sondern der vorher schon abbiegt. Hier, guck euch das mal an. Machen wir das Ganze mal kürzer. Dann ist natürlich, ne, desto kürzer das ist, desto kürzer ist natürlich auch dann die, oder desto weniger stark ist natürlich auch dann die Krümmung, weil 80 Meter Bahnhof, ne, ist natürlich da vorne abgeschnitten. Aber man kann hier so rum dann einen Bahnhof dahin setzen. Oh Gott, lad nach, Junge. Machen wir das Ganze nochmal eher an diesem wunderbaren Beispiel. Hier oben hätte ich den wunderbar, glaube ich, gebrauchen können, so einen gebogenen. Weil wir in einem Bogen rausfahren auf beiden Seiten. Jetzt habe ich den natürlich schon gebaut. Man kann den natürlich auch aufrüsten. Da hätte ich jetzt hier machen können. So, zack. Machen wir minus 1. So, zack. Ne, wären wir gleich hier rausgefahren. Mache ich aber nicht jetzt. Also ich feiere das total. Und oh mein Gott. So, jetzt haben wir wieder 8 Minuten verplempert. Jetzt geht's aber endlich an die Lebensmittelzulieferung. Ich hatte beim letzten Mal schon nachgeguckt, das weiß ich noch, dass wir die Lebensmittel halt sehr wahrscheinlich von hier transportieren werden. Ne, weil hier ist einfach auch schon ziemlich, ja gut, ne, wir haben hier sogar noch Kapazitäten frei. Auf 1600 ist die Obergrenze gelegt. Von daher, auf 1600 ist die Obergrenze gelegt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wo bleiben hier die Schiffe? Also eins ist gerade. Kommt das gerade oder fährt das gerade weg? Das fährt gerade weg. Das ist der Oliver. Da kommt Khan. Ja. Weil wir nämlich jetzt auch Folgendes machen können. Oh. Ja. Könnten wir theoretisch auch rumdrehen, ne? Problem ist nur, dass da eine Kollision stattfindet. So, jetzt aber. Jetzt habe ich die Einfahrt in die Richtung machen. Und jetzt von da rein und raus fahren. Nein! Schiff! 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 Dreh dich rum. Da vorne, dreh dich rum, sofort.
Und du fährst bitte auch weiter. Der fährt nach Remscheid, das ist gut. Mann. Ne? Auch die Mod habe ich installiert natürlich jetzt, dass die Schiffe auch jetzt von rechts reinfahren können und nicht nur von links. So. Gut, dann fährt das Schiff gleich wahrscheinlich relativ leer. Ist aber auch egal. Gut, wir können aber auf jeden Fall hier noch irgendwie mit anschließen. Das Kapazitäten sind ja noch frei. Ja, Potenzial sind jetzt 1225, waren vorher weniger. Aber egal, werden immer noch 400 Kapazitäten frei. Reicht das? Ja, im Moment noch ja. Ist natürlich die Frage, ob das wirklich auf Dauer reicht oder ob wir nicht trotzdem lieber die zweite Lebensmittelfabrik anschließen. Kommen wir hier überhaupt irgendwie weg mit einem Zug? Nö. ja, schön. Und wir kommen noch nicht mal mit dem Schiff nach Dömitz, weil hier der Fluss außerhalb der Karte weiter verläuft. Danke. Schön. Finde ich gut. Finde ich gut. Gar keine Frage. Ist ja nicht so. Oh, Entschuldigung. Im Gähnen. Ist ja nicht so, als hätten wir hier nicht schon das große Chaos an Schienen. Na, dann müssen wir auch noch hier irgendwie dann oben drüber oder so. Wobei, da haben wir doch unsere schöne Flying Junction für. Haha, haben wir doch eine schöne Flying Junction hier. Junction in the Flight hier. Guck dir das nochmal an. Das können wir doch mal machen. Weil passt auch nicht, weil da müssten wir von so ankommen. Und das macht keinen Sinn. Ich würde die ganz gerne eigentlich im 90 Grad Winkel haben. Müssen wir hier Crossing Angles. Ja. So. Das wäre sowas. Oh. Okay. Das wollte ich nicht. Tastenkombinationen auf meiner Gaming-Tastatur ist das G5 auf der linken Seite. Schön. Ich bin mir sicher, dass ich das gar nicht belegt habe. So, gut, Lebensmittel. Machen wir Kopfbahnhof hin? Ne, machen wir nicht. Passt nämlich sonst nicht von der Länge her, ne? Das müssen wir ja schon hier irgendwie so anschließen. Fällt mit der Straße. Dann fahren wir da drunter her. Gucken wir uns das mal an. Müssen wir hierher fahren? Oh. Ja, das ist zu weit, Leute, das ist zu weit. Dass es im Norden nichts gibt. Mann. Müssen wir hier... Vielleicht kriegen wir es hin, das war... Nee. Oh, 2035. So. Willkommen im Jahr 2035. Ich mache mir immer auf Pause. Dass wir hier parallel irgendwie fahren. Das geht auch nicht. Ja, nicht wirklich gut. Oh, 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 oh. Das hatte ich mir irgendwie einfacher vorgestellt gerade. Hier wird auch nicht aussehen. Ich habe jetzt so gedacht, dass man vielleicht dann hier rum, dass man automatisch durch den Bahnhof mit durchfahren könnte, parallel zu den anderen beiden, die eh schon, na, zu einer von den beiden, die eh schon nach Dömitz fahren, dass man da ankommt. Aber auch das wird nichts. Wie sieht denn das hier oben aus? Auch nicht. Wo fährt denn der Blaue hin? Ach ja.
Dann würden wir hier durchfahren. Völlig überfüllt. Und kämen hier aber nie an dem Güterbahnhof an. Nein, das ist doch doof. Die hier auch nicht, doch. Doch, den, der vordere von den beiden hier, die Gleise kommen da an. Das sind ja die hellblauen, genau. Die kämen da an. Das heißt, wir können hier herfahren. Dann schaffen wir das Ganze doch. Leute, wir packen das. Können wir das schaffen? Ja, eigentlich schon. Eigentlich würde ich das ganz gerne so bauen, damit wir auch noch die Flying Junction dahin kriegen. Ich bin mal gespannt, ob das noch im Bereich der Industrie ist. Hä? Ja. Gut, jetzt hoch, fahren wir weiter. Flop, Dankeschön. So, müssen wir das hier mal abreißen. Geht nicht anders. Jump, 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 jump. So. Dann hätte ich ganz gerne eine Flying Junction. Und zwar in einem 90 Grad Vehikel. Ja, gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, da anzuschließen. Die baue ich jetzt selber, das ist das erste Mal, ne? Kollision bei Terrangleichung? Was für Kollision bei Terrangleichung? Was ist da los? Oh mein Gott, wir können es auch spiegeln. Ja, wow. Und das liegt bestimmt daran, dass das die Altitude Adjustment von 0,5 hat. Müssen wir es halt nach Augenmaß setzen. Ja. Ja, das sieht ja mal ziemlich schlecht aus, weil es nicht gerade ist. Ja, ich muss Gott sei Dank nicht die Schienen drin abreißen, sondern einfach alles. Gucken wir uns das mal an. Fahr zu weit nach rechts. Jetzt Millimeterarbeit. Passt. Ich sag doch, das kriegen wir hin. Jetzt sag bitte nicht zu steil. Dazu sage ich nichts. So wie ohne meinen Altus. Sage ich auch nichts. So, 300. Würde eigentlich, glaube ich, am meisten Sinn machen, hier gleich auf der Brücke zu bleiben. Ohne erst... Ohne erst diesen Bahndamm hier zu bauen. Aber anscheinend ist das nicht das, was die Brücke möchte. Hör mal, Brücke. Hör mal, Bridge. Ach ja, weißt du was? Hier. So. Bitteschön. Machen wir es bei dir auch noch ein bisschen weiter. So. Gucken, geht das? Geht das? Ja, ist jetzt nicht das Berauschendste. Vor allem, da sich die beiden Träger dann hier schneiden. Aber was soll's. Das Ganze wird noch ein bisschen angeglichen. Blub, blub. Blub, blub. Lassen wir erstmal so. Kann man sich immer noch später drum kümmern. So. Eigentlich schade, dass man die Flying Junction hier nicht ändern kann, dass das jetzt nicht eine andere Brücke wird.
Welche Linien fahren denn? Das sind alles Fake-Linien. Läuft. Das sind alles Fake-Linien, die hierher laufen. Aber machen wir die Fake-Linien mal einfach alle weiß. Ich glaube, das hätte ich schon mal angefangen, habe es aber dann nicht weitergeführt. Einfach, weil man dann weiß, dass sehr wahrscheinlich eben die weiße Linie eine Fake-Linie ist. So, dann haben wir das auch und wir sehen, ja, es sind alles Fake-Linien, außer die grüne. Dann muss uns das auch nicht weiter interessieren. Jetzt hätte ich ganz gerne noch, dass du hier oben drauf... Ich sehe im Nullsegment. Bats. Lass dich oben drauf bitte auf die Schiene. Wenn ich die da unten wegmache, kann ich dann eigentlich neue drüber legen? Ja, ne? Nein. Nein. Nein, da. Ja. Ach, und dann baut er unten gleich auch andere hin. Auch der 100er. Schön, schön. Das ist natürlich gut. So, dann haben wir ab hier dann die 120er Einfahrt. Ist eh egal. So. Gut, wie fahren wir? Mehr oder weniger würde ich sagen, hier parallel zum Wasser. Und dann hier irgendwo drauf, ne? Können wir auch hier eigentlich nochmal die Flying Junction einsetzen? Ich meine, wenn man sie schon mal hat. Ich sag mal so, können wir irgendwie hier so rausfahren. Müsste nach hier in ungefähr die Flying Junction. So, das Ganze muss aber ja jetzt nicht mehr unbedingt 90 Grad sein. Ah, hier kann man übrigens, glaube ich, daran vorbeibauen. Direkt machen wir das so. Nein, das war nichts. Das wäre nicht ganz gerade eigentlich, oder? Egal, machen wir so. Dann kommt die Flying Junction rein. Dann geht es hinterher weiter. Irgendwie halbwegs gerade, hoffentlich. Ja. Müssen wir nur gucken. Ob wir vielleicht lieber so 60 Grad machen. Oder 75 zum Beispiel so. Oder vielleicht nur 45 Grad. Ich glaube, dass das so ganz gut passen dürfte. Versuchen wir das einfach mal. So. Schön, dass das hier nicht anschließt. Das finde ich sehr gut. Das ist bombastisch jetzt. Das ist auch gut, dass das plötzlich nicht mehr gerade funktioniert hier. Naja gut, hier fährt eh nur die eine Linie her. Das ist völlig egal. Ach ja, Nullsegment. Ihr habt ja so recht. Ja, ist ja gut. Ich habe das schon verstanden hier. So. Wieder schön. Angeschlossen. Ach, und ich muss auch schon wieder die Folge beenden. Jo, haben wir gar nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich gedacht habe. Oh, 172 ist aber doof. Naja, gut. 125 km/h. Ist eigentlich eh egal. Ja, wir haben gar nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich gedacht hatte. Aber, Leute, die Folge ist leider auch schon wieder vorbei. Kann ich nichts für. Muss leider so sein, nicht?
Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das sieht gut aus. Das funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute, und bis zur nächsten Folge. Ciao.